Meine Frau müssen Sie überhaupt kennen. Es war, die stand schon in der Bibel. Es war, stand drin, eine große Dürre wird kommen. Und da habe ich sie genommen. Was denken Sie, wie der die ist? Ah, und nee, vornehm ist sie. Das muss man sagen. Sie spricht alles so schön. Gibt doch so Leute, so frisiert, so. Guten Tag, wie geht's? Aha, so ein bisschen doof. Lasse. Ich komme gestern aus meinem Gesangverein. Ich bin im Gesangverein. Wir haben ein Lied gesungen. Wir haben gesungen, an deinen Busen lass mich ruhen. 22 Mann. Komme nach Hause, sagt meine Frau, wo kommst du jetzt her? Die spricht so vornehm. Ich sage, ich aus dem Gesangverein. Sagt, ihr säuft doch da nur rum, wann singt ihr eigentlich? Ich sage, nachts um 12, wenn wir nach Hause gehen. Also, du solltest lieber arbeiten, die man gerade so, ich in meinem Leben überhaupt noch nicht arbeite. Da stand neulich eine Annonce in der Zeitung. Also stand drin, ein Mann wird gesucht nach Bitterfeld, der Schreibmaschine schreiben kann, Englisch kann, Französisch. Und Stenografie. Und da bin ich nach Bitterfeld gefahren. Nun war da zur Verspätung. Ich komme da spät an. Der Laden war zu. Unten war ein Knopf. Habe ich mit dem Daumen drauf gedrückt. Hat es oben geklingelt. Geht das Fenster auf, guck den Kopf raus. Mit dem Mann dran. Und da sagt er, was wünschen Sie? Ich sage, ich komme wegen dieser Annonce. Da sagt er, der Nacht um 12. Ich sage, das war eine Verspätung. Ich sage, wenn Sie einmal sitzen, kommen Sie raus. Bin ich hoch. Sagt er, Sie kommen wegen. Ich sage, ja, können Sie Schreibmaschine schreiben? Ich sage, ich? Nee. Sagt er, kennen Sie Englisch, Französisch? Ich sage, ich? Ja, keine Ahnung. Sagt er, wie ist denn mit der Stenografie? Ich sage, mein Gott, was ist das nun wieder? Sagt er, wissen Sie, mir kommt das so vor, als ob Sie überhaupt nichts kennen. Sag ich, nee. Sagt er, was wollen Sie denn dann hier? Sag ich, wollte Ihnen bloß sagen, dass ich die Stellung nicht annehme. Wir haben da so einen kleinen Jungen, der ist 6 Jahre alt und der macht sich immer so dreckig. Nee, es war. Macht sich egal dreckig und wir sind so reine Leute. Neulich kam er an, der sagt, Mensch, wie siehst du aus? Du bist ein richtiges Ferkel. Weißt du, was ein Ferkel ist? Sagt er, ja, das ist der Sohn von alten Schwein. Hat er mich nee, was die Kinder alles machen. Nein, ich gucke aus dem Fenster, wir wohnen 3 Treppen hoch. Gucke runter, 2 so kleine Limmels haben, 2 junge Dackel und wollen die so mit den Schwänzen zusammenknoten. So, ihr seid wohl verrückt geworden. Das ist doch Tierquälerei, wenn ich das so mit euch machen würde. Da sagt der ganz kleine Onkel, kannst du solche kleinen Knoten machen? Das ist nicht. Bitte von den Socken. Nee, wissen Sie, die Kinder. Nee. Ach nee, letzten Sonnabend kam sie auch zu mir, auch so vorne und sagt, Paul, ne? Ja. Paul, du musst die Fenster putzen. Ich sag, ich? Ist doch deine Sache. Sagt sie, nein, das kann ich nicht. Wenn ich runterstürze, dann breche ich mir den Hals. Ich denke mal, wenn ich runterfalle, denke ich, der Maler bleibt drin. Nicht doch, ich habe hier eine fabelhafte Idee. Pass mal auf. Wir nehmen ein Plättbrett. Kein Mensch sagt Plättbrett. Man sagt Bielbrett oder Plättbrett. Die sagt Plättbrett. Und dieses Plättbrett, das schieben wir aus dem Fenster raus. Da stellst du dich draußen da. Ich sag, komm. Bin doch nicht weich und geh auf so ein Blattbrett. Sagst du, warts ab, nimmst einen Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, gehst raus auf dem Blattbrett und putzt. Ich sitze von der anderen Seite im Zimmer auf dem Blattbrett. Dann ist das Gleichgewicht hergestellt. Kannst du nie runterfallen. Und ich selten dämlicher Hund. Ich gehe auf so einen Quatsch ein. Nimm Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, balanciere auf dem schmalen Blattbrett raus und fang an zu putzen. Auf einmal klingelt es bei uns unten an der Haustüre. Da vergisst die, dass ich auf dem Blattbrett stehe. Nimmt ein Haus und geht eine Treppe runter, will ich war früher unten wie die, glaubst du? Da klar, mit so einem Ding lag ich auf der Chaussee. Da schließt die Haustüre auf, sieht mich da liegen und sagt, Paul, warst du das, der eben geklingelt hat?